Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntagmorgen, sehr früh, so kurz nach 6. Ich konnte nicht mehr schlafen und dachte, gut, was willst du dich da im Bett rumschmeißen? Fährst du mal raus, gehst eine Runde spazieren, bevor diese Wahnsinnshitze einen wieder erschlägt und man nicht so viel sich bewegen sollte. Ja, ich hatte gestern Besuch von meiner lieben Tante, meinem Onkel. Und das war sehr schön. Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen. Und danke nochmal, ihr Süßen. Ihr guckt ja vielleicht auch den Film. Ich freue mich total, dass ihr da wart. Das war echt schön mit euch. Und wie gesagt, versprochen, auf dem Rückweg von der Ostsee komme ich bei euch vorbei. Also wirklich, ihr könnt mich beim Wort nehmen. Ich komme vorbei. Ich fahre diesmal nicht. Nee, ich fahre nicht vorbei. Ich komme rein. So, komm mal vorbei, heißt, kannst du reinkommen. Ach so, Minimalismus. Mensch, wir wollten ja mal über Minimalismus reden. Ja, also ich mache das in der Kosmetik euch vor. Ich pop ja da nicht so viel. Ich bin also absolut nicht die Hotterin und Sammlerin. Ne? Also ich schmeiß viel weg und ich gebe viel weg. Aber wenn die Sachen noch gut sind, also nicht Müll. Ne? Weil alles, was man zu viel hat, ist Ballast. Irgendwie so eine berühmte Persönlichkeit hat mal gesagt, alles, was du brauchst im Leben, passt in den Koffer. Stimmt. Eigentlich braucht man gar nicht so viel. Und Besitz, Leute, Besitz ist zwar schön, aber Besitz ist auch Ballast, ne? Oder kann zum Ballast werden. So, ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe mir gedacht, ich setze mich jetzt mal, ich sitze auf so einem Stein hier. Im Bach. Und ich finde diese Naturgeräusche so schön. Wenn ihr jetzt die Augen schließt, das ist so... Es ist herrlich entspannt für den Bach. Und diese Kühle. Ja. Motivation, ihr Süßen. Wir müssen uns ja jeden Tag selbst motivieren. Ne? Das müssen wir ja alleine. Und die Frage ist jetzt, wie macht man das? Hat man da so seine Rituale? Also ich habe da meine Rituale, dass ich relativ früh aufstehe. Dass ich erstmal rausgehe, also ich schaffe sowieso bei Sperren weit offene Fenster, aber in die frische Luft gehe, ein paar Atemübungen mache, vielleicht einen Sonnengruß und dann mache ich auch Liegestütze, also um die, ne, winke, winke Arme. Das, ich meine, die kriegen wir zwar, aber so ein bisschen vorbeugen ist schon nicht schlecht, also so ein paar sportliche Übungen. Ich bin irgendwie nicht die Fitnessstudio-Frau, wo ich das cool finde. Aber ich mache selber so ein bisschen, ich fahre Fahrrad, ich bin in der Natur draußen, ich mache ein bisschen Yoga, ich mache Krafttraining leider nicht für die Winke oder gegen die Winke-Winke-Arme. Also, ja, Liegestütze. Aber Liegestütze sind klasse, da hat man auch für den ganzen Körper so angespannt, den Hintern, die Oberarme, den Rücken. Ja, wie motiviert man sich? Das ist gar nicht so leicht im Leben, immer sich selbst neu zu erfinden, ne? Immer den Arm wechseln. So, ich sitze hier wirklich im Bach. Ich sitze. Und das Wasser, also normalerweise, wenn hier richtig normal Wasser ist, kann man hier nicht sitzen, aber das ist ja sehr trocken. Ja, wie motiviert ihr euch eigentlich so jeden Tag? Man kann ja nicht erwarten, dass es der Partner macht, ne? Oder das Haustier. Man muss ja selber sich immer am Kopf jeden Tag herausziehen und muss. Ich halte, seht ihr, wie ich meinen Arm hier halte. Ja, ihr Süßen. Hier laufen jetzt ein paar vereinzelte Frauen. Komisch, das sind immer Frauen, die mit den Hunden gehen, die Männer nicht. Es sind immer die Frauen. So, wenn ich nach Hause fahre, werde ich noch ein bisschen arbeiten für euch. Ich muss ja noch ein paar Videos hochstellen für nächste Woche. Da kommt noch ein Sonnenvideo, ein Aufgebrauchtvideo und was nimmt man mit? Und das war noch, ach ja, so ein Favoritenvideo, also Favoriten Juli, genau. Also ihr seht, ich muss noch ein bisschen was machen, ne? Ich werde mich jetzt bei euch verabschieden. Ich sitze jetzt direkt in einem kleinen Bachbett. Also es ist so wenig Wasser. Es hat so wenig geregnet. Die Natur lechzt nach Wasser. In manchen Gegenden Deutschlands auf jeden Fall. Nicht überall. Ich werde jetzt nach Hause fahren.
und noch einen Kaffee trinken und vielleicht hole ich mir ein Croissant. Ich habe irgendwie Bock auf so ein französisches Frühstück, was eigentlich ohne Nährwert ist, aber einfach nur toll ist. Pain au chocolat et café au lait. Also, bonjour. Habt einen wundervollen Tag. Und wir sehen uns nächste Woche nochmal. Ciao.